Liebe Tierfreunde des Tierheims Arche Noah in Gotha, wir haben nun unsere diesjährige Tierweihnachtsfeier zu Ende gebracht und wollen uns bei allen Tierfreundinnen und Tierfreunden recht herzlich bedanken. Nun haben die letzten Gäste unserer Tierweihnacht das Gelände verlassen und wir können auf einen wahnsinnig gefüllten Gabentisch schauen. Es sind wieder sehr viele Spenden gekommen, auch Futterspenden, Reinigungsmittel, alles, was wir im täglichen Tierheimbedarf so brauchen. Unsere Tiere werden sich freuen über die Vielzahl der unterschiedlichen Sorten an Futter, die wir dieses Jahr bekommen haben. Und natürlich auch unsere Mitarbeiter über diese wundervollen Arbeitsmaterialien, die wir dieses Jahr auch bekommen haben. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei den Menschen bedanken, die uns finanziell wieder zu unserer Tierweihnacht unterstützt haben. Wie wir alle wissen, müssen wir ja ganz dringend im nächsten Jahr unsere Zwingeranlage sanieren. Und das bedarf natürlich einem hohen finanziellen Aufwand. Und dafür brauchen wir ganz viele spendenfreudige Menschen um uns herum. Wir haben zurzeit bei uns im Tierheim ca. 20 Hunde, die bei uns leben. Bei den Katzen ist es so, dass wir ja unsere Freigänger haben. Das sind mittlerweile auch so 40 bis 50 Tiere, die bei uns auf dem Gelände umherstromern, uns die Mäuse vom Hals halten und natürlich auch bei uns gut versorgt werden wollen. Und dafür sind natürlich solche Spenden immer gerne willkommen. Unsere Schafe, die wir haben, und unsere Ziegen leben schon seit vielen Jahren bei uns. Die werden auch weiterhin hier bleiben. Wir hatten dieses Jahr eine ganze Horte Fundschafe, die wir zum Glück in sehr gute Hände vermitteln konnten, in einen Streichelzoo, wo sie bis zu ihrem natürlichen Ende leben können. Da sind wir sehr froh drüber. Und natürlich auch die Fundhunde und Fundkatzen, die wir jedes Jahr hier aufnehmen, müssen natürlich von uns auch super versorgt werden. Und wir tun natürlich unser Bestes dafür, dass sie sich hier alle wohlfühlen. Ich möchte auch noch mal darum bitten, wirklich, wenn Sie den Wunsch haben, sich ein Tier anzuschaffen, überlegen Sie bitte vorher genau, wo Sie das Tier herholen, was das für ein Tier sein soll. Es muss in die Familie passen, man muss genug Zeit haben dafür. Man sollte darüber nachdenken, zu welcher Zeit man sich das Tier anschafft. Gerade um die Weihnachtszeit ist es nicht günstig, sich ein Haustier ins Haus zu holen, weil das Tier eine gewisse Eingewöhnungszeit braucht. Und meist ist es ja so, dass um die Weihnachtszeit einfach in der Familie viel zu viel los ist. Man hat Feiern, man trifft sich mit Freunden und Bekannten und da wird das Tier natürlich sehr gestört in der Einlebungsphase. Und da sollte man drüber nachdenken, das vielleicht ins nächste Jahr zu verschieben. Sie können gerne zu uns kommen, wir beraten Sie gerne, welches Tier zu Ihnen passt. Je nachdem, was Sie für Anforderungen, was Sie für Platz, was Sie für Zeit haben, wir beraten Sie, kommen Sie einfach her und dann können wir gerne mal ein Gesprächchen führen. Ich wünsche allen Menschen eine schöne Adventszeit, ein friedliches Weihnachtsfest im Kreis ihrer Familie, ihrer Freunde. Ich persönlich wünsche mir, dass es auf der Welt demnächst oder auch meinetwegen sofort mehr Frieden, mehr Freude geben würde, mehr Verständnis untereinander. Und lassen Sie es sich und Ihrem Nächsten gut gehen.